Willkommen zurück, verehrte Hörer. Es ist wieder an der Zeit, über das hinauszublicken, was Sie für wahr und richtig halten. Zeit, Ihren Geist der seltsamen, unerklärlichen und manchmal erschreckenden Welt zu öffnen, die in den Schatten der unseren existiert. Hier werden Mythen, Legenden und Gerüchte wahr. Ja, es ist Zeit für neue Geschichten aus den Hügeln von West Virginia. Die heutige Folge Wer da? Die seltsame Begegnung in Flatwoods wird präsentiert von Zuckerbomben. Das Frühstück mit der Geschmacksexplosion und 100% der empfohlenen Tagesmenge an Zucker. Starten Sie perfekt in den Tag mit Zuckerbomben. Unsere Geschichte beginnt an einem schicksalhaften Abend, an dem der junge Pfadfinder-Pionier Fred Fisher ziemlich in der Tinte sitzt. Nach einem Sturz findet er sich an einem dunklen Ort wieder. Wo bin ich? Jack? Biff? Mr. Bailey? Kann mich jemand hören? Ich kann dich hören. Wer ist da? Ich kann dich nicht sehen. Ich heiße Sally. Wie heißt du? Fred. Alles in Ordnung, Fred? Glaub schon. Mir ist ein bisschen schwindelig. Muss mir den Kopf gestoßen haben. Oh nein. Hast du dich auch verirrt? Naja, irgendwie schon. Ich war am See bei Flatwoods campen mit meinem Pfadfindertrupp. Und da waren diese Lichter, die am Himmel tanzten. Wie toll! Ja, schon. Naja, dann haben wir komische Geräusche gehört und die anderen haben mich gedrängt, mal nachzusehen. Du ganz allein? Du bist ja mutig. Danke. Ich bin den Geräuschen zu einem alten Mineneingang gefolgt. Da roch es ganz fürchterlich, wie nach faulen Eiern, nur schlimmer. Dann kam plötzlich von oben ein helles Licht. Ich hatte unheimlich Angst und bin in die Mine gerannt. Aber alles fühlte sich komisch an, als würden meine Füße nicht mal den Boden berühren. Dann wurde alles schwarz und ich bin hier im Dunkeln aufgewacht. Genau das ist mir auch passiert. Aber mein Dad sagt immer, wirst vermisst, bleib wo du bist. Sie sagen, sie holen ihn bald. Hier sind noch andere Leute? Eine wirklich gute Frage. Schalten Sie wieder ein, um im zweiten Teil von Wer da? Die seltsame Begegnung in Flatwoods die Antwort zu erhalten. Heute erwartet Sie das spannende Ende von Wer da? Die seltsame Begegnung in Flatwoods. In der letzten Folge traf Pfadfinder-Pionier Fred Fisher im Dunkeln auf das seltsame Mädchen Sally. Aber die beiden sind nicht allein. Hier sind noch andere Leute? Ja, die holen wahrscheinlich nur was zu essen. Sie sind bestimmt bald zurück. Du kannst mit mir warten, dann geben sie dir bestimmt auch was zu essen. Du musst nur tun, was sie wollen. Was meinst du damit? Wenn sie Spiele mit dir spielen wollen. Spiele? Was denn für Spiele? Ich kenne die Regeln noch nicht so richtig. Meistens sind sie langweilig. Es tut nur weh, wenn sie die Nadeln benutzen. Nadeln? Ja, du weißt schon, wie beim Doktor. Das klingt für mich nicht nach einem Spiel. Das klingt schrecklich, genau wie diese Leute. Wir müssen von hier verschwinden. Nein, nein, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier! Okay, schon gut, hör auf zu schreien. Ah, das Licht, zu hell. Da kommen sie rein, wenn sie was zu essen bringen. Oder wenn es Zeit zum Spielen ist. Sally, was ist das für ein Hähn, den du da trägst? Sieht aus, als wäre er an deinem Kopf festgeschraubt. Zeit zum Spielen. Zeit zum Spielen. Sally, Zeit, was ist los? Wieso bist du plötzlich Spiel. So komisch? Zeit zum Spiel. Ich kann sie sehen. Zeit zum Das sind gar keine Spiel. Menschen. Zeit zum Spiel. Nein, aufhören! Lasst mich los! Sally, hilf mir! Zeit zum Spiel. Ich will nicht spielen! Ich will keine Spiele spielen! Nein! Fred Fisher
wurde Tage später gefunden. Er stolperte den Fluss bei Flatwoods entlang. Er war etwas verwirrt, aber unverletzt, bis auf zwei kleine Wunden an den Schläfen. Bis heute glaubt Fred, dass eine seltsame Begegnung wirklich stattgefunden hat. Und er sucht nach einem verschwundenen Mädchen namens Sally, das er getroffen haben will. Was glauben Sie, verehrte Hörer? War das nur die zügellose Fantasie eines verängstigten Jungen, der sich im Wald verlaufen hat? Oder wurde Fred Fisher tatsächlich von Außerirdischen entführt, die ihn einer Gehirnwäsche unterzogen haben? Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein für ein neues spannendes Kapitel der Geschichten aus den Hügeln von West Virginia.